Ja, Herr Hoxton, wir haben jetzt einiges zu tun, nicht wahr? Ich zeige euch mal. Also, wir haben Oh, sie crashen ein bisschen, aber ich glaube, es liegt hier. an mir. Nee, ist gut. So, wir haben einen Zaun gebaut, ringsrum, also nicht wir, sondern der war ja schon, aber da hinten runter und ja, und alles haben Genau, wir wir haben alles mal ein bisschen eingezäunt. gemacht. Dann zeige ich euch, wir haben einen Korb mit Weintrauben, der ist voll. 40 Weintrauben, den nehme ich Da mal. drin, genau. Und wir haben jetzt überlegt, wir werden nur noch Weintrauben machen. Hier in dem Korb könnt ihr sehen, 12 Tomaten, 4 Erdbeeren, 5 Eier und zweimal Weintrauben. Also da passt noch was rein. Deswegen, aber wir haben hier schon geerntet. Guck mal hier. Da. Und das werden wir jetzt erstmal verladen, bevor wir den Korb draufpacken. Okay. Ich werde jetzt erstmal Sie sind ja gucken, weil der. die kann ich ja übereinander stellen. Das ist ja nicht so schlimm. Und wir haben für die unsere Hühnchen Genau, dann hier auch könnt ihr einen da. Stall gebaut mit Türchen, damit der Rasenmäher hier auch eventuell mal drüber kann, damit wir mal die Kacke, ja, die Kacke, die hier Damit überliegt, wir ne? auf jeden Fall schon mal über die Hühner fahren können. Die können wir dann wegmachen. Wir müssen jetzt erstmal die Regale haben wir gebaut. Ja, haben wir auch gebaut. Ihr Habt ihr seht das, gerade ne? vielleicht schon so im Durchgehen gesehen. Aber wir müssen erstmal die Kacke hier wegkriegen. Wir müssen jetzt erstmal den Scheiß hier wegbringen, was wir hier. Für bist du erstmal, jetzt müssen wir natürlich auch mehr fahren. Na, logisch. Aber wir müssen ja Kohle haben. Und wir müssen aufpassen, die Hühnchen, die brauchen wieder Essen. Ja, das können wir ja gleich mitbringen. Das Problem ist, dass wir jetzt gleich losfahren müssen, Was weil denn? wir die Wassermelonen. Was ist denn los? Voll. Ey, geil, die kann ich übereinander stapeln lassen. Die kriegen alles mit. Ja, ach, hör auf, geil. Ja. Außer den Korb vielleicht nicht. Den Korb kriegen wir, glaube ich, nicht mehr mit. Guck mal, ob du den da hinstellen kannst. Warte mal. Guck mal, ob du den da draufstellst. Und dann kann ich eventuell. Ja, so irgendwie geht das. Warte, Oder passen die da oben steht drauf? da. Warte mal. Ich bin doch nicht doof, ey. Ja, Können losfahren. ich mach mal hier alles zu. Wollen ja nicht hier. Ey, jetzt habe ich mich ausgesperrt, Jo, Leute. clever, ey. Ja, ich weiß auch nicht. So, wir verkaufen das jetzt erstmal. So, hier haben wir auch ein Regal, hier haben wir auch ein Lager für Holz schon. Ne? Hier haben wir so schön alles sortiert. Wir könnten die Zelte Und Futter, die vielleicht. haben doch Futter hier. Ja, ein Säckchen müssen sie noch reinpacken. Noch einer rein? Sonst verhungern die uns. Wasser haben die noch? So, komm mal her, ich gebe euch das mal. Ja, genau, der muss rein. Da müssen wir noch mitbringen, ne? Brauchen die noch Wasser? Nein, ist noch genug drin. Okay. So, wir fahren jetzt los. Wir können eigentlich hier oben auflassen. Ja. So, wir fahren jetzt wegbringen. Jupp. Und das könnte auch ein bisschen Geld geben. Das könnte ja theoretisch. Hier wollen sie ein Tor machen noch? Ja, irgendwie sowas. Am besten wäre so ein Tor, was automatisch aufgeht. So, ja, nee, ist klar. Warten Sie mal, ich muss mir eben kurz Wasser holen. Kleinen Moment. Sofort wieder da. Muss auch mal sein, ne? Ja, sicher. Bei ihm schnell aufstehen, Wasser, Wässerchen holen. Meinen Sie, wir bräuchten auch noch mal das flinke Kaninchen gleich? Ich weiß nicht, wir können ja mal oben gucken fahren. Aber wir holen jetzt, wir verkaufen das jetzt erstmal. Wie Das das könnte ein bisschen Geld aussieht. geben. Ja, ich hoffe es. Unsere eigene Ernte hier. Ja, absolut. Frisch vom eigenen Erzeuger hier. Genau, vom eigenen Zeug. Das hört sich komisch an. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber wir kaufen noch zwei, drei Körbe, ne?
Und Essen für die Hühnchen auch, ne? Mhm. So. Ich guck mal, wir verkaufen. Mhm. 934! Was kriegen wir dafür? Ja. Alter. Und am meisten bringen die Weintrauben. Ja, Hammer. 800. Ich weiß jetzt Bescheid, auf was wir Geld machen. Ja. Alter. Wir haben jetzt 1600. Ja, okay, alles klar. Also Weintrauben. Weintrauben. Sie kaufen, okay. Auf jeden Fall. So, ich hole jetzt erstmal zwei Säcke oder drei Säcke Futter. Hm. Ne? Zwei, drei. Weil jetzt das können wir ja. Kohle ohne Ende hier. Was brauchen wir noch? Was habe ich gesagt? Körbe, ne? Ja, und das Auto müssen wir auch noch kaufen. Wie viele Körbe soll ich mitnehmen? Ja, nicht zu viele, ne? Ich mach mal drei Körbe. Wie teuer sind die? 10. 10? Okay. Ja. So, drei Körbe. So, Kasse. Ja, das reicht. Komm, wir machen. Das ist eine krumme Zahl. Futter hast du auch? Krumme Zahl. Patronen hast du auch? Patronen habe ich nicht gekauft. Ach du Scheiße, was muss ich da tun? Ich lade schon mal auf. Ja. Alter. Unfassbar. Können wir die Körbe, kriegen wir denn überhaupt alles mit? Ja, das war. Ich kann ja auch was in der Hand nehmen. Ah, nee, ich kann die Körbe übereinander stellen. Hm, okay. Genau, geben Sie mal die Körbe her. Mal schön übereinander stellen. Wieso habe ich jetzt. Achso, der eine ist ja noch, ne? Hatten wir ja. Körbe kann man nie genug haben. Ja, und Hühnchen auch nicht. Soll ich noch einen Huhn mitnehmen? Wir bräuchten eigentlich. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Idee. Wie hoch kann ich die denn stellen? Ja, ich weiß, wir müssen halt jetzt nicht überall. Ich meine, Geld haben wir ja jetzt genug, ne? Ja, die haben ja noch Weintrauben und Mast da drin, ne? Ach, jetzt weiß ich. Bringen Sie mal noch Weintrauben. Einmal? Nee, holen Sie mal so viele, wie Sie möchten. Nee, nee. Wir brauchen. Weil die kann ich ja schon mal im Korb packen. Okay. Soll ich schon mal einen Korb wieder runternehmen? Ja, soll ich noch ein Hühnchen nehmen? Wie viel haben Sie denn jetzt gekauft? Zwei nur? Ja, ja, reicht ja. Erstmal, da sind ja nicht nur, ist ja nicht nur einmal drin, da sind ja immer 10 Stück drin. Okay. Ja, von mir aus können Sie ein Hühnchen oder zwei Hühnchen holen, ist mir egal. Nehmen Sie zwei. Welche Farbe? Scheiß drauf. Farbe ist egal. Holen Sie mal so zwei, drei oder was? Ja, wir brauchen dann auch mehr Essen, ne? Wissen Sie ja, ne? Ja, wir haben doch jetzt erstmal vier Säcke. Das macht doch jetzt ja, erstmal nichts. Ja, bei so viel Hühnchen. So, erstes Huhn habe ich. Können wir mal ein bisschen gemischtes Huhn machen. Kann ich die jetzt überhaupt alle... Ah, warten Sie mal, Sie müssen... Ah, Sie können nicht alle so viel mitnehmen. Warten Sie mal. Die kriegen wir alle gar nicht so hier drauf. Ja, sehen Sie. Warten Sie mal. Ein Huhn nehme ich so mit. Warten Sie? Warten Sie? Ein Huhn... nee, warten Sie mal. Geht. Geht. Gucken Sie mal, hab ich gestapelt. Hab ich gestapelt. Ja, du kannst Hühner stapeln. Ich kann Hühner stapeln. Ja, gucken Sie mal. Warte mal. Geh dir mal. Ich stapel Hühnchen. Ja, guck. Ja. Gestapelt. Los, die fahren. Ja, hier, ich fahre mal. Ja, da ist ja mal ein Einkaufer. Jetzt können wir die Körbe nämlich mit den einzelnen Klamotten voll machen. Ach. Mehr Hühner, mehr Eier. Ist doch logisch. Ich möchte gerne am Eingang hier zu unserem Gebiet auch noch ein Zäunchen machen. Ja, da müssen wir ein Tor hinmachen. Damit man da besser. Nee, sieht, das ist schon okay. Damit schon man okay. Besser sieht, wo wir rein müssen. Hier. Ja, hier. Können da zwei Lampen hinstellen, dann sehen Sie das. Das haben wir ja schon mal versucht, glaube ich, ne? Das ging doch. Nee, nicht. Haben wir noch nicht. Nee? Nee, ich glaube nicht. Ein Schild hatten wir, oder? Nee, irgendwas haben wir versucht. Ja, irgendwann hatten wir vor, aber ich weiß nicht mehr was. Ja, Lampen wäre im Dunkeln ganz gut, das stimmt. Boah, wir schmeißen jetzt erstmal die Hühner da rein. So, warten Sie. Ich schmeiß die direkt da rein. Okay. Die brauchen wir ja nicht im Käfig packen. Ja. Die wissen ja wohin. Ja. Ja, bitteschön.
Geht mal gucken. Da ist alles Tufte. Aber da, zack. Geht mal schön da rein. Oder soll ich die mal im Käfig packen? Nein, brauchen sie nicht, oder? Keine Ahnung. Fahren Sie mal hier rein. Was ja schade ist, das Essen von den Hühnern kann ich hier nicht im, kann ich im Regal nicht packen. Okay. Aber das packen wir hier hin, weil dann brauchen sie nur in der Tür rein, reingucken und dann haben sie. So. Da haben wir die Körbe. Mhm. Da sind die Samen drin. Die nehme ich jetzt mal raus. Leg die mal hier rein, weil wir werden uns garantiert nur noch um Weintrauben kümmern. Garantiert. Das ist einfach so. Ich guck mal wegen Gießen. Oh, scheiße. Wunderbar. Uiuiui, wir können wieder ernten. Noch wieder? Wahnsinnig, komm. Ich fühle erstmal kurz um, ne? Mhm. Mal, warten Sie mal. Ich nehme jetzt mal die Tomaten hier raus und pack die hier rein. Dann haben wir da einen Tomatenkorb. Können wir unser Haus ja schon fertig bauen, wa? Ja, das wäre aber. So, passen Sie auf. Ich habe jetzt. Aber ich im Bett schlafen und brauche nicht mehr auf der Gummimatratze. Mir tut immer was der. Was ich Popo. Ja erzähle, ist ja auch scheiße eigentlich, ne? Weil, wenn ich sage, wir machen nur noch Weintrauben, ne? Hm. Dann frage ich mich gerade, warum ich hier die Tomaten in einzelne Körbe packe. Ja, ja, genau, sowas in der Art. Oder Tomaten oder Erdbeeren. Das stimmt. Ist ja Schwachsinn, ne? Ja. Wir machen ja nur erstmal Weintrauben. Wir brauchen hier hinten auch noch Licht. Ja, hier, machen Sie mal. Nee, jetzt. Ich hole schon mal unseren Weintraubenkorb. Da passen 40 Stück rein, Leute. Das wird unheimlich. Und wir an Kohle machen, wir werden reich. Wir werden reich. Wir werden reich, habe ich das schon gesagt? Wir werden Geld machen ohne Ende, wir werden nach Massenhysterie. Oh mein Gott. Machen Sie mal Licht hier richtig so. Das ist so wichtig. Weintrauben. Weintrauben. Hat hier überall Weintrauben so stehen, ich glaube. Nur noch Weintrauben hier. Ja, du hast doch nicht gesehen, was das für Kohle gibt. Ja, absolut. Das müssen wir nutzen. Hier so das Umflaschen, ne? Ja, wir werden ja Weingut noch. Ich merke das schon. Leck mich am Arsch. Wow. So. Haben Sie denn schon die Ananas und die Wassermelonen da hinten? Was ist denn damit? Wir sind fertig. Ja, habe ich genommen. Packe ich mal eben weg. Unglaublich, was wir an Geld machen. Wir werden reich, ich werde verrückt. Könnt mir gerade ein Ei bellen. Ach, hier sind noch mehr Weintrauben. Ich werde wahnsinnig. Sie sind schon fertig, guck mal. Nur noch Weintrauben hier, ich werde bekloppt. Tag 15. Junge! Da können wir ja die Paprika, Ei und so was, alles scheiße, ey, das ist alles so nebenbei. Da können wir doch irgendwo außerhalb, Leute, komm mal da, ey. Wir müssen direkt am Laden, müssen wir die Weintrauben. Nein, klar, können wir. Nein. Wir wollen ja jetzt nicht übertreiben. Genau. Aber was machen wir denn, wenn wir unsere Kühe hier haben und sowas? Ja, wieso? Haben wir doch noch nicht. Nö. Wir wollen nicht haben. Erstmal nicht. Aber wir kümmern uns erstmal um Weintrauben. Ah, da gibt Kohle, Junge, Kohle. Ja. Yeah. Absolut. Machen nur noch Weintrauben hier erstmal. Nur noch Weintrauben. Hab ich hier einen Eimer in der Hand? Nö. Wo ist denn der zweite? Nee. Einer steht hier. Hier steht einer. Wo ist der zweite Eimer? Ja. Wo ist der zweite Eimer? Doch, da. Ich habe gerade versucht, das hochzuziehen. Hat aber nicht geklappt. Okay. Hier ist der zweite Eimer. Okay. Wir gehen pennen. Jawohl. Und bald schlafen wir im Haus. Wahnsinn. Im Bett! Im Bett! Ach, stopp mal! Ich muss noch einmal. Hier, für die Hühner. Erstmal pennen.
Bald vorbei hier. Ehrlich, mir tut schon der Popo so weh, ne? Das glauben sie gar nicht. Ja, ich glaube, dass ihr Popo weh tut, hat, glaube ich, eine andere. Guten Morgen. Und hier wollen sie jetzt einen Zaun machen, ein Tor? Nein, ein Tor. Gucken Sie mal, da können Sie ein Tor reinmachen. Aber ich muss erstmal sowieso hier, ganz gemütlich, werde ich hier mal langfahren mit meinem Rasenmäher. Und werde mal den Rasen mähen. Aber erst kümmern wir uns um die Hühner. Morgen! Na, habt ihr gut gepennt? Habt ihr auch geschissen wahrscheinlich wie die Tiere, oder? Oh, ein Ei. Scheiße, ich traue mich das nicht mitzunehmen. Ich nehm's mal weg. Stell dich mal am Tor. Ich nehm's mal weg. Damit du zumindest schon mal... Ich hab's. Oh, nichts passiert? Ja, ich darf das. Leg das mal ab, bitte. Was war das denn jetzt? Leg mal ab, das Ei. Nur ablegen. Ja. Nimm das mit. Wo hast du das hingeschmissen? Hinter dir. Ah, jo. Nimm das mal. Pack das mal in den Korb, ne? Machen Sie mir mal das Tor auf. Ach, ich kann es nicht. So, dann packen wir das mal da rein. Ja, das ist jetzt hier unser Gelände. Wir haben das so ein bisschen gezäunt. So, ah ja, warte mal. Da sind Weintrauben. Komischerweise, da sind Weintrauben drin. Ich verstehe das gar nicht. Ah ja. 6 Eier haben wir jetzt da drin, 10 Tomaten. Ich glaube, ich habe zu viele Körbe gekauft. Wir fahren jetzt gleich los und holen den Zement und dann können wir unser Haus endlich machen. Das stimmt allerdings. Und dann können wir ja mal gucken wegen Rasenmähen. Ne? Wir werden auch einmal wässern. Okay. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Hier, ich stelle mal den Eimer dahin. Ich hab da steht ein Eimer, drehen sich um. Achso. Ich werde hier vorne wässern und sie dahin. Jawohl. Aber wir werden es, wie gesagt, das ist glaube ich jetzt die erste Entscheidung. Sag mal, die Ananas. Müssen wir die entfernen oder was? Ja, wenn da nichts mehr, wenn da nichts mehr zu holen gibt, dann ja. Ich weiß nicht. Sieht zumindest so aus. So, ich habe hier gewässert. Ich mach den Eimer mal wieder voll. Ich glaube, wir fahren jetzt Zement holen, oder? Ja. Machen wir fertig und dann gucken wir. Sollen wir den Rest noch verkaufen, den wir noch in den Körben haben? Ich könnte ja jetzt sagen, wir könnten ja auch erstmal Metall kaufen für hier unser. Ja, wir können ja beides kaufen. Nee, so viel Geld haben wir nicht. Ja, wir haben 1600. Ja, ja gut, wir haben ja wieder 17 Weintrauben, ne? Ja. Können wir auch verkaufen, ne? Ja, hab ich doch gesagt, wir können jetzt die Körbe erstmal leer machen. Mhm. So, warum kriege ich das jetzt nicht gekurbelt? So. Einmal hier hinstellen, den mache ich auch nochmal voll. Ich nehme den Korb mal hier. Die Frage ist ja jetzt, sollen wir alles verkaufen? Weil wir haben ja hier auch noch was. Kommen Sie mal her, wir können die Körbe was übereinander haben Sie denn stapeln. Da drin? Ja, hier sind die 17 Weintrauben. Nee, die habe ich. Okay, da oben sind 2 Tomaten, 4 Erdbeeren, 6 Eier und 5 Paprika. Stimmt. Und dann haben wir ja hier noch in dem Korb noch 10 Tomaten. Mhm. Das verkaufen wir auch. Schade, dass man da nichts was reinstellen kann. Das ist natürlich doof. So, gucken Sie mal. Ich habe jetzt die Körbe übereinander gestellt. Perfekt. Wassermelonen. So, mach die Tore offen. Wir fahren jetzt eben schnell die Klamotten holen, die wir brauchen. Genau. Jetzt wird's interessant, Freunde. Da bleibt aber noch dabei. Machst du die Tore wieder zu? Ja, bleibt auf jeden Fall dabei. Wir fahren da jetzt erstmal hin. Tore zu. Metallos brauchen wir auch noch. Wir gucken mal, was wir Metall brauchen. 180 oder sowas, ne? Ja, wir brauchen ja Zement fürs Haus und Metall für den Wasserturm da. Für den. Die wissen schon, was ich meine. Soll ich im Laden verkaufen? Ja, sicher. Wollen wir auch noch tanken fahren? Müssen wir denn? Halb voll. Ja, fahren Sie erstmal verkaufen. Wir fahren jetzt erstmal verkaufen, dann kaufen wir das, was wir brauchen. Wir können auch hier verkaufen, ne? Nein, weiter. Wir können aber am Baumarkt verkaufen. Nee, will ich nicht. Wir fahren jetzt dahin, wo wir verkaufen müssen. Das gibt jetzt auch wieder ein bisschen Geld. Oh. Weiter, fahr doch. Mal vor dir. Ja, warte. Gleich aus. Knarre in die Hand. Der rennt rüber rechts. Ja, ich renne jetzt auch rüber. Einmal auf den Hals ziehen. Ja. Arschloch, bleib doch mal stehen. Hey, Arschloch, Buck.
kommt. Oh! Was ist denn da los? Mann, der soll doch nur stehen bleiben, dieser Scheißbock. Alter! Ich bin dann aber auch gut schießen, oder? Waren sie den um, oder? Hab ihn. Halt doch nicht über deinen Kopf! So, mal gucken, ob wir das Fleisch auch noch mitnehmen können. Und verkaufen wir das auch. Mach mal Platz da. Auf der Karre. Nimm mal die Melonen runter. Warte mal. Guck mal, ob ich das hier so hinlegen kann. Natürlich nicht. Einmal. Einmal. Los. So, also. Machen doch nebenbei. Aber dann kaufen Sie doch die Kugeln, ne? Sag mal. Ach so, das Fleisch an der Straße hatten wir ja schon mitgenommen, ne? Hatten wir? Mhm. Wenn ich das jetzt eh vergammelt. Nee, das hatten wir hier rübergebracht, haben sie ja gesagt. Mhm. So, Sie können schon mal im Laden gehen und können verkaufen. Ich lege dann alles da drauf. Mhm. Jetzt auch mal auf, an den Spaß kommen. Kugeln wollen sie haben? Ja, brauchen wir doch noch, oder nicht? Okay. Ich guck gleich mal, warte mal. Ihr seht das. 10 Tomaten, insgesamt schon $119. Okay. Und jetzt sind wir bei 533, ist das nicht wahr? Ja, das machen aber die Weintrauben. 340, ja. Ja. Okay, kannst die Körbe wieder wegnehmen. Ja, mache ich gerade. So, ich muss die wieder übereinander stapeln, weil wir holen wieder noch was kaufen. So, Patronen werden 40. Ich guck mal eben, wie viel ich habe. Warte mal. Mhm. 35, ja, ich brauche unbedingt. Na gut, dann kaufe ich 2. Hab ich. Einmal für Sie und einmal für mich, genau, ne? Genau, jeder nimmt dann einmal weg. So, ich habe genommen. Mhm, ich komme auch eben und nehme, damit wir nicht durcheinander kommen. So, was wollten wir denn noch kaufen hier? So. Wollten wir hier was? Nee, Zement brauchen wir. Ja. Dann müssen wir zum Baumarkt. Zement am Baumarkt. Ja, ne? Ja, denke ich schon. Guck mal. Oder Werkzeuge. Ja, glaube ich nicht. Nee. Aber vielleicht noch ein Sprinkler, ne? Aber ich glaub, ja, nimm mal noch 2 Sprinkler mit, bitte. Okay, hab ich. Okay, komm, dann fahren wir jetzt zum Baumarkt. Mhm. Ihr bleibt noch dabei, Leute. Genau. Tschüss, Frau Schulz. Sprinkler kann ich oben drauflegen wahrscheinlich, auf den Korb. Oder? Nicht, nee, geht nicht. Dann legen wir hier. In den Korb. Nee, geht auch nicht. Geht auch nicht. Okay. Okay. Wir fahren jetzt zum Baumarkt. Und dann müssen wir Zement aus, aber ich weiß nicht, wie viel Zement. Vielleicht kriegen wir das überhaupt alles mit. Sollen wir erstmal was wegbringen? Nein, fahr mal. Das können wir ja übereinander stapeln, schätze ich. Warum sagen Sie jetzt Schätzchen zu mir? Ich hab Schätz ich. Ach so. Ich hab Schätzchen. Warum soll ich. Warum soll ich? Ich weiß es nicht. Weil es so ein schönes Wetter ist hier und die Luft so angenehm ist. Wie viel Geld haben wir jetzt insgesamt? 1700 oder sowas. Okay. Wir müssen ja erstmal zum Baumarkt. Das ist erstmal wichtig. Oh. Wir brauchen Zip. Ne, komm, fahr weiter, komm. Wir sind doch fahr so weiter, direkt, da haben wir jetzt noch keine Zeit für, Mann. Wir sind direkt an der Dingens. Dann schieß. Ja, dann verkauft das doch. Ja. Direkt an der Dings, ey. Wir sind doch direkt an der Dings. Beim Bullen hier sind wir da sofort. Hier, ich lege das hier oben am Parkplatz hin, hier. Dann hole ich das nächste Stück. Hier, da. Nehmen Sie sich das doch. Ja, ich wusste nicht, welchen Parkplatz. Komm doch sofort wieder. Das ist ja alles Parkplatz. Da, bringe ich das letzte. Du bleibst da stehen mit deinem scheiß Wohnmobil. Hier.
Gehen Sie verkaufen oder was? Ich mach schon. Ach. Sie wollen ja nur wissen, wie viel Geld wir haben. Ja, richtig. Muss ich doch. Entschuldigen Sie. Hallo? Hallo? 45 gibt's da nur. Hallo? Was macht der? Der schiebt uns. Hallo? Hallo? Hören Sie auf damit! Jetzt guck dir das an, der schiebt uns hier weg. Ja, komm rein. Mal los. Ey! Ich knall ihn gleich ab, den Arsch. Ihr bleibt noch dabei, Leute. Gibt dann auch Geld? Den abknallen? Ja. Kannst du gar nicht abknallen. Kann man den auch häuten und verkaufen. So, Zementos. Zementos, wie viel? 180, 170. Aber die großen, ne? Ja, ja, wenn dann ja 3 Stück oder was. Also, Zementsack 50, wie viel? 3? Ja. Kostet 250, Alter. Metallos, ne? Brauchen wir auch noch. Haben wir noch so viel Geld dann? Ja, wir haben. Ja, klar. Ich meine, pass auf. Ich mache jetzt erstmal dreimal. Das sind 750. Aha. Da sind wir unter 1000. Okay. Ja, da müssen wir. Und Metallos kannst du dir überlegen: 10 Platten oder 50 Platten? Ja, wenn dann die 50er. Aber da brauchen wir auch mehr, fünf, ne? Da brauchen wir ganz viele noch, ne? Die kosten 500. Ja, ich weiß. Da brauchen wir 3 Stück von. Ja. Ich hol 3, 5. Ist egal. Schaffen wir doch gar nicht. Na klar. Ja? Nee, doch nicht. 2500, das geht gar nicht. Oder? Können wir das? Hä? Wieso kann ich denn jetzt zur Kasse gehen? Nee, geht gar nicht. Nee, geht. Pass auf, wir machen erstmal Metallplatten. Nee, das passt auch nicht. Wir können nur eine ja, nehmen. Ja, müssen wir erstmal. Das bringt nichts. Das bewässern dann erstmal per Hand nur noch drin, denn wir müssen ja auch noch Sprit haben und sowas. Ne? Bringt ja nichts. Los, komm. Ja. Hoffentlich kriegen wir das alles mit. Jetzt wird das. Ach du Scheiße, ich hab das geahnt. Einmal. Guck mal, ob wir die übereinander kriegen. Aber geht. Ja, das geht. So, einmal Metallos. Metallos können wir leider nicht mitnehmen. Doch, gib her. In den Sprengler weg. Geht doch, nicht doch. Ja. So, Attacke. Ihr bleibt noch dabei, Leute, wenn wir das verbaut haben. Das wird jetzt ein bisschen länger, aber ihr bleibt dabei. Nicht wahr? Also der Herr Hoxen hat irgendwie viel zu viel Körbe, aber wir sind ja gleich schon wieder am Ernten, ne? Das ist ja... Ja, eben drum. Das meine ich doch. Und wenn wir dann erstmal die Sprengklagenlage haben, dann brauchen wir kein Wasser mehr, dann sind wir nur noch am Ernten, ne? Das stimmt allerdings. Aber wir bringen jetzt erstmal, wir gucken, wir fahren jetzt erst zum Haus und verbauen erstmal den Zement. Mhm. Ich hoffe, das geht auch so. Ja, ich hoffe es auch. Weil nicht, dass wir da noch irgendwas anmischen müssen, ey. Dann stehen wir aber da. Brauchen wir noch Mischa, wa? Ja. Nicht geil. Den Micha, den Mischa brauchen wir. Oje, 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 Leute. Kann auch sein, dass wir zu viel Zement gekauft haben. Ist schon gut möglich. Nee, ich glaube nicht. Oh, das Licht geht schon an. Das Licht war die ganze Zeit an, das plöppt nur auf. Wir schauen mal. Ich bin mal gespannt jetzt. Ich nehme mal den Zementos. Mhm. Ja, 50 haben sie gerade mal reingepackt. Da ist noch zu wenig Zementos. Ja. Wir hätten noch einen Sack gehabt. Soll ich einen noch holen? Ich weiß nicht, ob das Geld reicht. 250. Ich hole noch ein Säckchen. Kann ja mal eben rennen hier. Also eigentlich fehlt uns noch ein Sack. Ja, ich hole einen Sack. Soll ich schon mal die... die Dings verbauen? Ja. Okay, ihr bleibt noch dabei. Aber wenn wir das verbaut haben, dann machen wir Ende oder soll ich warten, bis sie da sind? Warten Sie doch einfach, bis ich da bin. Okay. Denn Sie, jetzt habe ich den Weg verpatzt. So, hier verbauen wir eben die 50 Platten. Jetzt haben wir das Türchen so weit hinten, da habe ich jetzt glatt den Weg verpatzt. So, ich verbaue hier schon mal Metallos. Ja. Mich verarschen. Ich bin doch eingesetzt. Ja, uns fehlen noch locker. Ja. Ja, ja, locker. Zweimal Metallos fehlen uns noch. Mhm. Ich kann ja schon mal ein bisschen hier bewässern wieder. Na, Möglichkeit.
Na, Möglichkeit, ja. Muss ja bewässern. Ich muss ja bis zum Baumarkt rennen. Oh. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, Freunde. Das dauert natürlich einen kleinen Moment länger. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir das hin. Aber hier sind noch überall Bäumchen zum Fällen. Wenn wir einen großen Wagen haben, den wir uns dann vielleicht beim... Oh nein. Ein hier steht direkt vor mir. Geh weiter. Mach's doch Geweih. Ja, weiter. Er stand direkt vor mir, aber ich kann ja nichts. Ja, da kann er ja nichts für. Ich hätte halt an eine Straße hinlegen können, dann hätten wir es immer noch. Der fühlt sich natürlich auch nicht besser, wenn er sie sieht. Aber den hätte ich einen Schuss noch gebraucht. Ja, los. Holen Sie den Sack Zement, damit wir dann Haus fertig kriegen. Ja. Das ist, glaube ich, wichtiger erst. Oh ja, und dann machen wir beim nächsten Mal Betten und. Oh. Können Sie mal nachgucken im Baumenü, ob die Betten irgendwie nur Holz brauchen? Ich kann erstmal, warte, ich muss jetzt erstmal noch was ernten hier. So. Wir haben wieder Kürbisse fertig. 50 Kilo Sack. Ja. Ja, das sollte passt reichen. Noch, aber nicht mehr viel. Aber wir sind ja schon wieder am Ernten. So. Dann. Ja, aber wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir den Rest noch machen. Mhm. Und dass wir dann eventuell den anderen Shit hier. Ich meine, Körbe haben sie ja recht. Da haben wir einfach zu viel von. Die haben ja nicht Unrecht, hat sie gesagt. Das ist ja korrekt. Ja, wenn sie jetzt nur auf Weintrauben gehen, brauchen wir gar nicht so viele Körbe, ne? Cool. Ja, doch. Ach so. Ja. Weil ja da eine Menge reingeht. Stimmt. Stimmt, haben sie auch wieder recht. Aber man sollte die ja auch nicht zu lange halten, ne? Ja, ist ja egal. Aber dann können wir schon mal locker richtig Gas geben. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Und dann kann man da echt war so gefühlt einiges, wie soll ich sagen? Jo. Jo, ich glaube, ich weiß, wie Sie das meinen. Also Körbe haben wir zu viel, da können wir welche von verkaufen. Ich komme jetzt mit dem Zementos. Ja, bitte. Aber warten Sie, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie da sind. Wie schlecht den ich möchte sehen, wenn das Haus. Füßen, ne? Ich möchte sehen, wenn das Haus fertig ist. Und ich guck gleich mal im Baum. Da oben sehen wir schon die. Ja, ihr wisst schon. Unseren Eingang. So. Auto habe ich leer gemacht. Aber ruhig. Haben die Hühnchen noch genug? Keine Ahnung, interessiert mich im Moment. Ne? Da habe ich mit den Hühnern zu tun. Naja. Ich guck mal. Na, habt ihr noch genug? Ja, die haben genug. Küken! Was? Oh ne, Kacke. Ach, schock mich doch nicht so, ey. Ich hab mich voll erschrocken hier, ey. Ich hab jetzt echt gedacht, wir haben Küken. Oh. Vielleicht sind das ja Küken, dann haben sie nur ihre Brille wieder nicht auf. Nee, das ist Kacke. Nehmen Sie mal das Ei mit. Welches Ei? Oh, gefällt. Das hier. Mach Tür zu! Du kannst mich nicht, Fräulein. Oh. Ach so, du bist da rausgegangen. Oh, ja, oh, das ist hinter dir her. Hä? Ja, ja. Bei mir her. Da kann er gar nicht hinter mir her sein. Doch, das ist hinter mir her. Also, war hin... Also, in welchen Korb? Ich lege das hier rein, das Ei. Wir haben ja, glaube ich, alle anderen sind leer, ne? Wir können ein paar Körbe verkaufen, naja. Das hat das so viel gerne. Ja, ich habe halt einen Fehler gemacht. So. Los, kommen Sie mit dem Zementos. Was haben Sie da drin? Nix. Ja, dann Traum. Wo haben sie den Zement? Der liegt vorm Tor. Hä? Vorm Tor? Vor welchem Tor denn? Vor dem Tore liegt er. Hier? Ja. Oh, die Paprika sind fertig. Leute, bleibt dabei. Ja, ich muss eben. Hä? Wo denn? Die Paprika. Wo ist der Zement? Der liegt vor dem Tore. Welche Tor? Ja, hier vom Gebäude hier liegt. Oh, bist du doof. Warum ich sagst komm du? Komm jetzt mit dem Zementos. So, wir gucken uns das jetzt an. Dann ist unser Haus fertig im Weg. Nee, das glaube ich noch weniger. Aber egal, machen Sie mal. Tada! Tada! Fertig! Oh, ich habe hier noch Zementos. Geh mal rein. Der ist schon fertig eingerichtet. Ja, gucke mal. Ach, geil. So, wir haben sogar einen Fernseher. Musik. Guck mal hier.
Aber die auch kochen? Was? Ich will genug. Ja, geil. Ja, da, nur mit dem Pennen, da müssen wir uns dann einfallen. Wieso? Hier oben wird doch bestimmt ein Bett sein. Ah, zwei Betten. Ein Bett. Ein da, ein da. Ah. Cool. Ja, geil. Billard können wir auch. Kann man hier auch Licht anmachen? Ja, geil. Wir haben Haus. Ja, raus. Warte mal, Licht. Ja, ja. Licht. Oh, wir können sogar Billard spielen. Echt, geht das? Nein, kann er nicht. Aber Licht ist an. Cool. Mal runter. Kann man hier auch Lichter? Überall, wo Lichtschalter sind. Da. Ja! Schauen Sie bitte über meine überschwängliche Freude. Kann ich den Kamin anmachen? Ja! Das hat sich doch gelohnt. Ich werd verrückt, ey. Gucken Sie mal hier. Gucken Sie mal. Geil. Ja, Herr Hobson, sehen Sie? Und hier draußen ist auch Licht an! Ja! Können wir abends schön hier sitzen. Leute, wir können das Zelt abreißen da hinten. Ja, wenn man das könnte. Wir haben es geschafft. Ja. Wir machen den Abschluss. Oh, warte mal. Ich will, geh mal weg. Ich will ein Foto machen. Hau ab. Hau ab. Warte, bleib doch stehen. Steh auf der Veranda, Vogel. Mach die Tür zu, sonst sieht scheiße aus. Warte mal, wir sind bereit. Ja. Ich mach Foto! Ja. 1, 2, 3, legal! Ja! Und damit würde ich sagen, Leute, wenn wir Millionäre sind, melden wir uns wieder. Der wird wieder überschwänglich. Ciao, Freunde. Macht's gut. Tschüss.